Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Oh yeah. So, im letzten Part konnten wir ja noch den bösen Imitator-Schaman Lingi Jongo bezwingen. Und des Weiteren Mumbo, mit Mumbos Hilfe es hier regnen lassen. Noch. Wir haben die Eier ausgebrütet und jetzt können wir mit der Banjo-Action starten. Gut, dass ich mich nochmal hier vereint habe. So, die Banjo-Action besteht nämlich darin, dass wir nochmal Herr Fit herausfordern wollen. Mann. Banjo? Lauf. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir erst zum Käse oder zu Herr Fit kommen. So genau habe ich die Welt dann doch nicht im Kopf. Aber zu einem vorbei müssten wir jetzt eigentlich kommen. Krabbeln wir mal hier hoch. Mit dem hier? Nee, ist nicht mit dem. So. Schwimmen wir mal drüber. Ach, und da oben wartet der Herr Fit auf uns. Das ist gut. Ja, die Zeit ist doch knapp bemessen, aber es sollte reichen. Ja, es reicht. Reicht locker. Oh, landen genau an dieser Stromstange und können hier hoch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich Mr. Fit, Herr Fit gesprochen habe. Wow, Banjo. Mach nicht solche riskanten Sprünge. Ah, da bist du ja, Pelzkugel. Disziplin 2 ist Sackhüpfen. Such dir einen Sack und schlage mich. Dazu möchte ich noch mal was sagen. Es gibt ja hier diese Abkürzung. Normalerweise kann man Herr Fit nicht anders schlagen, aber da wir diesen Geschwindigkeitssheet aktiviert haben, können wir ihn auch normal schlagen, glaube ich. Du hast jetzt eine Sackpelzkugel. Wie wär's mit einem Rennen auf diesem tonigen Kurs? Ich versuche einfach mal den normalen Kurs. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, dann nehme ich die Abkürzung. Obwohl die natürlich schwieriger ist mit diesem Schild. Fertig, 3, 2, 1, los. Da drängen wir uns mal nicht ab hier. Ja, wenn wir nicht runterfallen, sollten wir es schaffen. Aber die Sonne blendet. Die Ingame-Sonne. Haben wir auch kein Problem. Normalerweise kann man das nicht wirklich schaffen, aber wir schaffen es trotzdem. Was? Du hast geschummelt. Du hast noch nicht gewonnen, Pelzkugel. Wir sehen uns bei Disziplin 3. Er sagt übrigens nicht extra, du hast geschummelt, weil wir einen Cheat aktiviert haben, sondern sagt er immer. So. Na, das Rennen, das ist dann einfach Wettrennen. Sollen wir mit Kazooie machen? Beziehungsweise mit beiden, ist dann egal. Weil da wir diesen, auch wieder den Cheat aktiviert haben, ist das für uns leicht. Und normalerweise sollte man die Schuhe benutzen, aber hat denselben Effekt. Ey, Banjo. So. Frage ich mich jetzt eigentlich doch, wie kommen wir zum Käse? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so hundertprozentig sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das hier eine gute Idee war, aber ist ja eigentlich egal. Geronimo! Oh, doch gerettet. So, gehen wir am besten zum blauen Ausgang. Ah, noch geschafft. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir von hier aus zum Käse dann kommen. Ich glaube, Käse ist der letzte Jinjo. Ansonsten haben wir ja eigentlich schon alle Jinjos des Spiels. Denke ich mal. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, sinnvoll. Ich möchte mal jetzt kurz gucken wegen den Jinjos. Oh, uns fehlt wirklich noch einer. Der müsste eigentlich da im Käse dann drin sein. Man könnte denken, die Bienen hier sind überflüssig, aber manchmal treffen sie einem doch und dann denkt man sich auch so nur, ach, verdammt. So, hier hätten wir eigentlich auch ein Puzzle sicher. Im Käse
Allerdings, naja, es ist mehr oder weniger schwer, also normal würde ich sagen. Ist ja nicht einfach so, hier gibst du den Käse, der ist in der Mitte im Puzzle. Wie bei der Hüpfburg. Nee, nee, so ist das hier nicht. Aber ihr werdet es gleich sehen. Ja, sind wir. Sind hier noch Noten? Nee, sind nur Federn, okay. Hier müssen wir uns auch beeilen, weil es stinkt hier. Aber es geht. Die Luft hält länger als im Wasser. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, man muss, glaube ich, insgesamt auf 2 oder 3 solchen Zwiebeln stehen. Deswegen müssen wir auch hier in dem Sack hüpfen, weil sonst schaffen wir das nicht. Los, Zwiebel, komm zurück. Ah, so, wir sind sicher drauf. Nicht wirklich. Ach, verdammt. Ja, wir haben, glaube ich, auch nur für einen Versuch Zeit, sonst ist die Luft zu knapp. Ja, komm bitte zurück. Komm. Oh, einfach nicht bewegen. Dann ist alles gut. Ach so war das, wir müssen erst auf dieser Zwiebel zwischenlanden. Ja. Und warten, bis die andere kommt und dann... Nein! Oh, jetzt gehen wir aber erstmal kurz raus. Ach, so furchtbar schwer ist es nicht, man sieht es ja. So, wieder aufgeheilt und weiter geht es. Ne, Moment. Brauche ich doch noch gar nicht. Mache ich doch lieber so im letzten Moment. So, hier. So, wir sind drauf. Jetzt dreht sie sich natürlich nochmal, damit wir es schwieriger haben, auf die nächste zu kommen. So, die kommt eigentlich auch sehr nah. Ha, geschafft. So, jetzt sollte es eigentlich auch nicht mehr wirklich schwierig sein. Eigentlich sollte man auch auf die andere Zwiebel springen, aber so geht es auch. So, hier haben wir den letzten Jinju. Die rote Jinju-Familie ist vollständig. Sie möchte euch das geben. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt hatte, hatte ich 87 Puzzle-Los und wollte es halt fertig machen und kam nicht auf die Idee, dass das hier ein Puzzle-Lo ist. Ich habe nur mit Jinju eingesackt, bin dann abgehauen und habe das hier einfach nicht gesehen. Hm. Traurig. Ja, man muss halt mit Benjo hier durch das Loch, dann kann man nochmal kurz frische Luft tanken. Dann geht's hier einmal außen um den Käse rum und wieder durch dieses Loch rein. Und wir halten das Puzzle. Also wir sind aber schnell wieder raus aus dem Käse. Falsch rum. So. So, schon viel besser. So, jetzt hier wieder einmal rum um den Quark. Und nicht das Loch verfehlen. So, jetzt einfach nur noch rauslaufen. Puh. Noch geschafft. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die ganze Angelegenheit mit Herr Fit fertig, indem wir halt mit Kazooie ihn nochmal herausfordern. Da hatten sie... Hat jeder halt... Wow! Ihn nochmal erst zusammen herausgefordert, dann nochmal jeder einzeln. So ist das. Mal gucken, wo mich diese Blume jetzt hinbringt. Ah, ist genau richtig. Ich denke mal, wir werden jetzt bei dem Aufprall sterben, aber so schlimm wäre das nicht, weil dann wären wir voll geheilt und wären schneller bei Kazooie. Also, ich will jetzt nicht nur mit einer Energie dahin, aber jetzt extra noch umbringen lassen, ist auch ein bisschen lame. Naja, wir hatten jetzt Kazooie. Geht.
müssen ja nur einmal hier rüber. Und dann jetzt nur noch hier hochkommen, ohne runterzufallen. Und ich mache auch ohne Turnschuh. Like a boss. Wer braucht das schon? Wir sind super Speedo Kazooie. Wir brauchen keine extra Turnschuhe, die uns noch schneller machen. Vor dir kann ich mich nicht verstecken, Pelzkugel. Disziplin 3 ist die letzte. Ein Kursstreckenlauf bis zur Linie und die Goldmedaille ist dein. Glaubst du hast eine Chance? Ja. Vor allem, er spricht von Pelzkugel, obwohl Benjo ja gar nicht da ist. Ich weiß, vielleicht sollte man doch mit Benjo und Kazooie da hinkommen. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. So, jetzt wollen sie los. Ja, man sieht schon, er ist gar nicht mal so langsam, aber... Ja, Kazooie hier jetzt in diesem Speed-Modus ist unbesiegbar. Ist aber ganz schön langsam. So, jetzt bekommen wir noch seinen Schatz, also seine Goldmedaille. Ich habe verloren. Ich habe doch nicht wirklich eine Federtasche. Ach, jetzt spricht er von Kazooie. Nimm die Medaille, trainiere für die nächste Saison. Ja, und das vorzugsweise, glaube ich, für Benjo Kazooie Schraube locker. So. Um den Part jetzt noch komplett zu machen, würde ich sagen, suchen wir jetzt noch den Goldtopf auf. Ja, dann war alles schon wieder erledigt. Oh ja, genau, im Flug getroffen. Ich glaube, jetzt sterben wir. Oh, doch nicht. So. Jetzt würde ich gerne wissen, wie man zum Goldtopf kommt. Gute Frage. Ich wette, es ist eine Öffnung, bei der wir noch nicht waren. Ich würde sagen, wir fliegen einfach. Oh. Finden wir ihn ja auf jeden Fall. Bin mal gespannt, ob wir es gleich hinkriegen. Bei der Goldtopf, das war auch schon so eine heikle Angelegenheit. Wow, wären wir fast runtergefallen, wären wir auch schon auf die Seite gedriftet. So. Also mit Fliegen kommt man hier auf jeden Fall sehr gut rum in der Welt. Ist jetzt aber nur... Ja, die Augen können sie werden. Ach, da ist der Goldtopf, okay. Hier ist die Öffnung. Würde ich auch gerne nochmal in den Berg reingehen durch diese Öffnung, um zu gucken, ob wir hier schon mal waren oder nicht. Ah, toll. So gut wie tot. Ach. Das wäre die gewesen, hatte ich mir schon gedacht. Irgendwann haben wir jetzt noch die Blume um. Auf dem Regenbogen kann man übrigens gehen, aber es nützt uns nicht, solange wir hier noch nicht auf dem Schalter standen. Da öffnet sich jetzt eine Luke und wir müssen halt so schnell wie möglich darüber. Ja, ich weiß, der Regenbogen sieht nicht gerade stabil aus, aber es funktioniert. Wie auch immer. So, macht eigentlich auch gar nichts, dass wir jetzt nur noch eine Lebensenergie haben. Ich glaube, hier gibt es sogar zwei Honigwaben, oder? Ne, hier gibt es nicht. Ist auch egal. Hier, blaue Eier. Wir müssen erstmal hier die ganzen Eier reinschießen. Bis auf das letzte. Moment. Wie die Feuereier? Nein, wollte ich nicht. Nein, nicht so rum. So. Dann hat Eier, gehe ich lieber ein bisschen in Deckung. Getroffen. So, jetzt nur noch die Eiseier. Ach, da sind Honigwaben. Ich würde sagen, die nehmen wir uns nochmal schnell. Die Regeln werden uns jetzt noch nicht erklärt. Die werden uns erst erklärt, wenn wir uns da oben drauf stellen. Hey. So, okay. Stellen wir uns mal drauf. Willkommen, das ist mein fabelhafter Goldtopf, wo man auf Geld schießt. Gold schießt, gewinne einen unverdienten Preis, indem du 75 Puzzlos in 45 Sekunden triffst. Wenn du 90 übertriffst, gewinnst du einen Extrapreis. Ich wette, du triffst nicht mal 20. Willst du es versuchen? Das Wieseste sind nur 100, aber es ist eigentlich möglich. Ich habe schon ein paar Mal geschafft. Man muss einfach gedrückt halten. Aber halt nicht. Na doch, man kann es eigentlich ganz schnell machen. Man muss
muss halt nur bei der obersten Reihe ein bisschen aufpassen und langsamer machen. Sonst kann man hier die ganze Zeit so schnell wie es geht. Ah, ich habe erst ein bisschen gezögert. Ich glaube, das wird nichts. Geht irgendwie langsamer, als ich es in Erinnerung hatte, aber okay. Ah, so knapp. Es wird... Oh, und wie viel? Oh, die Flurtüte hat Glück. Du hast 88 Puzzles getroffen, du gewinnst den zweiten Preis. Oh, schade. Zwei Stück noch, nur weil ich gezögert habe. Komm, dann schaffen wir jetzt gleich beim nächsten Versuch. Alles klar. So. Ah, so ging das schneller. Gas geben. Irgendwie treffen wir weniger. Man muss halt ein bisschen langsamer machen, trifft man besser. Hier hätte ich doch mal einen Trick. Naja, egal. Verschieben wir das wohl auf den nächsten Part, wie wir das hier hinkriegen. Ah ja, so wär's gewesen. Würde ich mal sagen, einmal machen wir es jetzt noch und ansonsten machen wir es im nächsten Part. Ja, ersten Preis gewinnen, wie steht's? So. Ja, ich bin fertig. Und. Gut, die Reihe ist komplett. Das ist ja das Fiese, man darf nur 10 übrig lassen, sonst wird das ja nichts. Mann! Jetzt auf einmal fühlt sich mein Hals mit Unwohlbehagen. Oh, beweg dich doch nicht so schnell. Los, los. Wieso treffe ich denn nicht mehr? Oh, heute ist wohl nicht mein Tag. Dann probieren wir es halt im nächsten Part nochmal. Ja, wir wissen es. Noch nicht. Verschwinde, das Spiel ist sowieso zu gut für dich. Ja, okay, dann ich hoffe, ihr hattet gefallen an dem Part und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.